Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, hier zu einer Mod-Vorstellung auf der Mod-Meppo Hirschfeld. Heute mit einem Gebäude, das ich selber noch nicht gesehen habe. Ich habe es mir tatsächlich nur ein Bild davon gesehen, aber ich habe mir hier noch nicht angeguckt, um mir die Vorfreude nicht zu nehmen. Ne? Die möchte ich mit euch zusammen genießen. Vom Chris. Ich weiß, dass das cool ist. Das kann gar nicht anders. Ne? Ich habe ja hier schon auf meiner Mod-Map so viele Gebäude vom Chris stehen. Und so viel, ne? Der Hirsch ist ja, hat der Chris mir ja auch gemacht. Da hinten die Füllstations, also CJ Farming, kennt ihr? Einer der Modder, die ich sehr, sehr gerne mag, die ich auch schon sehr, sehr lange kenne, und der hat wieder was Neues gezaubert. Und ihr wisst, dass der mit den Grafiken, mit den Texturen sehr cool arbeitet, da viele Sachen macht. Und jetzt hat er tatsächlich ein älteres Gebäude gemacht, und zwar eine Garage, Lost Garage nennt sich das, oder die verlorene Garage. So eine eingestampfte Werkstatt. Ja, irgendwie kann man damit Geschichten erzählen, ne? Und das ist irgendwie das Schöne, was das ausmacht. Gehen wir aber noch mal gucken. Unter Diverses findet ihr, jetzt müssen wir mal eben gucken, ich habe hier immer so ein paar Sachen drin, aber es gibt hier hinten auch irgendwo da als erstes mal diese verlorene Garage, ne? Die kann ich jetzt hier platzieren, das mache ich auch mal, und dann gucken wir uns das Ding erstmal an. Ja, das ist. Okay. Chris, super. Das kann ich jetzt schon sagen. Das ist ein absolutes Highlight. Das Einzige, was ich nicht weiß, ist, warum du alles immer auf Sand baust. Ne? Jedes deiner Gebäude ist immer auf Sand gestellt. Aber gut. Wir bauen auf Sand. Highlight, ne? Also, hier gucke ich einmal drauf. Finde ich das Gebäude cool. Auch das mit dem zersprungenen Fenster da oben. Ne? Von außen. Ja, coole Nummer. Coole Nummer. Da ist der Schlüssel. Schlüssel. Cool. Oh wow. Sold. Ja, cool. Das ist wirklich eine schöne Storyline. Das muss ich einfach mal sagen. Ja, man kann die Garage ne, übernehmen. Ja, das ist wirklich was für Rollenspielmomente auch, ne? Grandios, wenn ein Modder sich dazu noch eine Geschichte ausdenkt. Ja, ansonsten seht ihr hier, ne, Beton verschalt. Oder ist das hier gemauert? Sieht eher verschalt aus, ne? Verschalt und gegossen, würde ich sagen. Der untere Bereich auf jeden Fall. Ja, und dann hier noch diese Betonblöcke davor. Ja, das ist komplett Beton gezogen. Naja, mal gucken. Wir müssen aber auch hier irgendwie. Oh, kommen wir hier rein? Moment, irgendwie kommen wir da bestimmt auch hier rein, oder? Ah, da ist das Tor. Und guck mal da, da haben wir nämlich auch einen Trigger. So, was haben wir hier? Da müssen wir irgendwie wieder zurück hier aus dem Trigger raus. Ah, Licht. Natürlich haben wir Licht. Und auch cool, dieses gelbe Licht, ne? Diese alten Neonröhren findet man ja heute gar nicht mehr. John Deere, ja, guck dir das an. So ein altes verrostetes Metallschild. Urcool. Urcool, kann ich nur sagen. Witzig. Okay, ja, das mag ich ja schon mal. Ne? Das ist ja schon mal Nummer 1. Hier gibt es tatsächlich noch eine Tankstelle, aber dazu habe ich gelesen, da muss man sich. Ach, was ist das denn hier? 09, ja, alles klar. Ja, natürlich ist da ein altes Plakat drauf. Und so wie ich den Chris kenne, hat er auch hier die Fässer natürlich selber wieder gemacht. Na, nicht irgendwelche Standard-Deko genommen, sondern nochmal da drin gearbeitet. Ich glaube, ich habe die Fässer, glaube ich, noch nirgendwo gesehen. Und das ist so typisch Chris. Haben wir den da oben? Garage. Coole Nummer. Wir kaufen aber nochmal was dazu, weil man. Das ist nämlich ein Mod, der aus Zweien besteht. Und zwar kann man da noch eine Tankstellenlizenz dazu kaufen. Und ich würde mal sagen, dass man. Das sind wahrscheinlich die Triggerpunkte, die man dazu setzt, ne? Ich würde hier mal so hier hinsetzen. Da müsste man da ja auch tanken können. Und schon wieder auf Sand gebaut. Also könnt ihr natürlich selber noch wieder umbauen im Landscaping. Da mal Beton drunter ziehen. Das ist ja auch nicht, was die Jungs von Giants meinten, dass das so aufwendig ist, hier in den Menüs zu wechseln. Nein, das neue Landscaping-Tool ist schon cool. So, bitte. Aber das mache ich hier auf
Beton gesetzt. Ja, und jetzt kann man hier entsprechend tanken in diesem Träger. Ne, dafür ist es dann da, dass ich weiß natürlich, warum Chris das technisch gemacht hat. Es ist nämlich derzeit noch nicht möglich, ein Gebäude mit zwei Funktionen zu versehen, sprich Werkstatt und Tankstelle. Und deswegen ist das hier quasi ein eigenes Gebäude, was man als Tankstellenlizenz. Das ist die Storyline einfach cool. Hat er sich schön ausgedacht. Gefällt mir wirklich ganz gut. So, wenn es irgendwo eine Treppe gibt, dann muss ich die natürlich auch hochgehen. Ah, guck mal, das ist auch cool hier mit dem. Ja, so sieht es leider oft aus. Aber ich würde natürlich. Ja, guck mal, ich würde erwarten, dass man hier in die Tür auch reingehen kann. Habe ich hier den Trigger falsch getroffen? Oder ist es tatsächlich nicht zum Reingehen? Ja, wahrscheinlich nicht, oder? Ach, wisst ihr was? Wir machen dann so. Gucken wir einfach mal, ob da ein Trigger ist. Ne, ich glaube aber tatsächlich nicht. Da sind Trigger. Ja, das sind diese Blöcke hier, das kann man sehen. Ja, hier seht, jetzt seht ihr mal, wie ich normalerweise vorher mir Gebäude angucke, um zu gucken, wo denn was ist, wo sind denn Funktionen. Aber hier oben, das ist tatsächlich eine Treppe, da könnt ihr hochgehen. Ja, das ist eine Treppe zum Hochgehen. Da ist kein Block vorne vor. So. Gut. Ach, guck mal da oben. Also das hier ist auf jeden Fall verschaltetes Beton gegossen und da oben dann mit Ziegelsteinen noch oben drauf gesetzt. Ja, coole Nummer. Ja, auch die 3D-Effekte, ne? Soweit man es eben in dieser Textur noch machen kann. Schon schön. Übrigens habe ich die direkt bei dem Chris von der Webseite runtergeladen. Den Link kriegt ihr natürlich auch in die Videobeschreibung. Für die Konsolen gibt es das auch, aber dann natürlich mit etwas niedrigeren Texturen. Das findet ihr im Mod-Hub. Auch den Link gibt es unten drunter. Aber ich sage euch, wenn ihr die volle Texturpracht haben wollt, dann solltet ihr beim Chris auf die Seite gehen und es da runterladen. Cool. So, wir wollen aber auch, das muss ja irgendwie repariert werden, ne? Irgendwas muss ja reparieren. Kommt da die Viper, die steht doch schon da, so als würde sie repariert werden wollen. So. Mal eben zu hier. So, und ich denke, dass wir hier in diesem Trigger hier reparieren können. Gucken wir mal eben. Alles klar, ne? Seht ihr? Entsprechend konfigurieren und reparieren ist hier möglich. Können ja mal. Oh ne. Oh, fies. Oh, fies. Naja, das eigentlich hat die so ein normalerweise hat, ne, nicht Chrom. Moment, wo ist denn das? Da. Ja, sowas oder eher dunkler, ne? Hat die, glaube ich, im Standard so ein dunkles Blau. Das wäre es wahrscheinlich, ne? Ja, auch nicht so richtig. Ne, wir lassen sie mal so, wie sie ist. Ach, guck mal, die ist das mit als Driftversion. Naja, gut. Okay, das auf jeden Fall dazu. Reparieren, konfigurieren geht hier schon mal. Jetzt wollte ich natürlich auch sehen, wie die hier tankt. Jetzt habe ich den Tank natürlich voll. Das kann ich aber ändern. Gott sei Dank kann man das hier so empty dodge. Na, jetzt seht ihr hier. Da könnt ihr hier sehen, neben meinem. Da. Da seht ihr das. Tank ist jetzt leer. Und mit R kann ich jetzt auftanken. Kohle wird abgezogen. Tank lädt. Aber natürlich erst, wenn ihr diesen Trigger auch wirklich gesetzt habt, ne? Dass man da an der Zapfsäule entsprechend tanken kann. Ja, aber ihr seht, funktioniert. Und ja, Chris, schön. Auch die Storyline dahinter finde ich cool. Gefällt mir irgendwie. Eine gute Sache. Dann machen wir mal Licht wieder aus. Ja, das ist so, wenn Trigger nah aneinander sind. So. Mal die zu und hier, ne, falls mal jemand anders. Darf der Nächste das Ding kaufen und sich angucken. Coole Nummer. Also sowas mag ich sehr. Ja, vielen Dank, lieber Chris, dafür. Däumchen von mir auf jeden Fall mal wieder nach oben. Ich kann euch nur sagen, wenn ihr eine Karte habt, die ein wenig älter orientiert ist, ist das hier sicherlich ein Highlight dafür.
Tankstelle mit Werkstatt. Ich sag mal so. Ihr könnt ja alternativ die hier nehmen. Die oder die? Die? Ja, die Frage stellt sich nicht. Ich weiß, das war gemein. Okay, also schöne Werkstatt. So, jetzt aber wirklich, meine Lieben. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst mir ein Däumchen da. Lasst dem Chris einen schönen Kommentar da. Mir einen schönen Kommentar. Kommentiert einfach, was das Zeug hält. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir wieder schöne Mods gefunden haben. Bis dahin, alles Gute. Bye bye und Ade.